Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Bell. Diesen Sommer grillen wir Promis, duellieren sich Promis mit passionierten Grillfreaks und bescheren uns somit die Grillparty des Sommers. Zur Seite steht den duellierenden Grillchef Lukas Berger, der bei Bedarf sein Know-how weitergibt, allerdings nur für je eine Minute. Die Jury. Das ist Wurstkönig Hausi Leutnecker, Rolf Fliegauf, der jüngste Zwei-Sterne-Koch Europas, und Clifford Lilly, der Mann fürs Auge. Sie entscheiden mit ihren scharfen Zungen, mit ihrem Gaumen, wer das Duell gewinnt. Heute im Duell Pepe Lienhardt, Big Band-Ikone, Saxophonist, Arrangeur und Charmeur. Er ist mit seiner 24 Jahre jüngeren Frau glücklich verheiratet und hat einen swingenden Hund. Familienidylle pur. Mit Udo Jürgens steht er nicht nur auf der Bühne, sondern ist auch mit ihm befreundet. Sein heutiger Gegner, der 19-jährige Kochlehrling Micha Merz. Seit seiner Kindheit liebt er den Herd und das Kreieren von Menüs. Ich gönne gegen den Pepe, weil ich koche, seit ich ein kleines Kind bin. Obwohl ich gar kein Koch bin, gönne ich gegen Micha, weil ich schon den besten Koch der Welt bei der Arbeit zugeschaut habe. Achtung, der Kampf der Generationen. Und hier ist Dr. Grillchef Lukas Berger. Also das heutige Menü ist 244 Gramm Schweinsnacken. Den machen wir in einer Thai-Marinade. Dazu gibt es einen Glasnudelsalat und einen Thai-Curry-Dip. Ihr habt zudem die Möglichkeit, mich je 1 Minute 2 zu rufen. Dann stehe ich euch mit Rot und Tot zur Seite. Das Warenbuffet habt ihr hier hinter euch auf dem Tisch. Viel mehr gibt es nicht zu sagen, ausser auf Flamme, fertig, los. 60 Minuten to grill. Pepe, das Rezept steht nicht auf der Verpackung. Einfach nehmen, was es hat. Ich habe einen Tisch voll Töpfchen, braune Soße, weiße Soße. Keine Ahnung, was ist was. Also, ich werde jetzt einfach ins Blaue rauskochen. Ups, für den Notfall habe ich eine Spritze. Wer will denn die? Derjenige, der das Fleisch genauer abwägt. Okay, Jungs? Wenn ich inzwischen genug Probleme hätte. 244 Gramm schwer muss das Fleisch sein. Und? Wow, not too bad. Du, Pepe? Ein bisschen schlank. Ich glaube, mein Chef hat noch ein Fenster gerührt. Aber ja, also, du für jemanden, der es noch nie gemacht hat, ist es nicht schlecht gewesen. Das ist jetzt aber nett von dir, Micha. Und deshalb kriegst du jetzt mal die Spritze. Aber keinen Unfug damit anstellen, ja? Traurig, Pepe? Die Spritze hat mir gar nicht genützt. Ich habe keine Ahnung, für was die gut ist. Also, die hat den Profikoch bekommen, der hat gewusst, wie er sie einsetzen kann. Aber ich hätte sie gar nicht gebraucht. Bei grossen Stück Fleisch braucht man am besten so eine Injektionsspritze. Durch das kann man das Fleisch impfen. Den ganzen Geschmack, den man in einer Marinade oder in der Würze drin hat, kann man so ins Fleisch reinbringen. Und während dem Grillen tut sich das nachher schön verteilen. Ich muss leider schon den Koch haben. Es geht gar nicht bei mir. Ratlos, aber nicht tatenlos. Ein cleverer Schachzug. Pepe, die kann ich dir helfen. Also, ich habe zwei prinzipielle Fragen. Ja. Ich habe das Fleisch kochen kann ich, Glasnudeln habe ich gesehen, wie es geht. Jawohl. Ich muss einen Dip machen. Jawohl. Das ist ja Joghurt, wenn ich das richtig verstehe. Genau. Im Prinzip den Joghurt einfach mit allem Möglichen frisieren. Du tust ja. Also ich würde ihn jetzt mit Chili, also der ja, ist ja eher ein scharf, oder? Ja, und ein süß, oder? Also ein süß, scharfer Dip machen. Also für Marinade, ich mache ein Senf dran und dann kann ich auf diesen Thai-süßen Sachen da, ich weiß auch nicht genau. Also das ist eine Austersauce und die würde ich brauchen, die ist auch so leicht süßlich salzig. Eben, dass es nach Thai schmeckt, oder? Genau, jawohl, ja. Und vielleicht etwas. Und tschüss. Viel Erfolg. Ja gut, jetzt muss ich einfach. Oh, meine Nase. Hey, ganz cool bleiben. Ihr seid doch Männer, oder? Also bei uns daheim kocht meine Frau und sie steht auch am Grill. Also ich nicht die typische Männerrolle, wo die Frau alles macht und der Mann schnell Kotelett kehrt, sondern das macht bei uns Frau auch. Aha, also eine ganz moderne Rollenverteilung. Mm. Pepe, wie weit bist du? Jetzt bin ich schon beschäftigt, dass nur überhaupt da meine Glasnudeln weich werden. Besser nicht. Du solltest schon wissen, was du da tust. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich mache. Ich gehe jetzt einfach mal so die Züge. Und vielleicht wird das dann einfach mit ein Beginnerlack wird das dann irgendwie ganz spannend. Ach, keine Sorge, Pepe. Bei Micha sieht es ja auch nicht so souverän aus. Du brauchst also gar nicht in Stress kommen. Ich bin total im Stress. Ich muss kochen. Also du kannst vor 1000 Leuten auftreten, aber hast Angst vor einer Pfanne. Ganz schön frech, der Kleine, gell? Das ist richtig, da habe ich gerne, die Jungen selbstbewusst sind. Das finde ich super.
Und hier eine kleine Fleischschau. Also ich gehe jetzt einfach wahllos scharfes Zeug drauf. Scharfe Sache, Jungs. Was ist denn los? Kannst du mir noch mal Wasser geben? Ich muss noch heißes Wasser radieren. Logo. Blöde Glasnudeln wären nicht weich. Irgendwie. Oha, bei Micha geht's jetzt an den OP-Tisch. Auf die Spritze, fertig, los. Hier, Pepe, dein Wasser. Jetzt kannst du problemlos weitermachen. Läuft doch gut. Und bei dir, Micha? Ich sehe gleich noch relativ anmächtig aus, oder? Ja, geht so. Die Zeit rennt. Kommt's gut. Irgendwie schmeckt das ein bisschen thailändisch. Ist das schon mal gut? Aha, auch der Jungkoch braucht Hilfe von Dr. Grillchef Berger. Wie kann ich dir helfen? Guten Tag, du. Viel zu helfen gibt's nicht. Ich wollte eigentlich einfach ein bisschen quatschen. Also, du mal etwas Neues. Warum ja, nicht? Das Fleisch läuft, ist alles so weit, so gut. Schön. Ich glaube, die Jury wird auch voll beeindruckt sein. An Selbstbewusstsein mangelt's also nicht. Salat ist ready, Dip. Ja. Was hast du alles im Dip drin? Dip habe ich da ein bisschen von dem India-Gewürz genommen. Ich habe ein bisschen Limonenzeste rein, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Saft auch. Mhm. Wie tust du es anrichten? Nachher? Ich tue unten ein bisschen Soße drauf. Mhm. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Den Salat da, ich tue ein bisschen von diesen schönen Nüssen sicher oben drüber, dass es noch ein bisschen Crunch drin hat. Ich finde es immer auch wichtig, dass die Konsistenz ein bisschen spielt. Viel Erfolg. Merci, danke. Okay, hat sich bisher auch noch keiner gewagt. Er scheint wirklich siegessicher zu sein. Obwohl sich der Pepe eben auch gar nicht so schlecht macht. Dein Fleisch und der Rost scheinen sich gern zu haben. Die kleben ja richtig gehend aneinander. Ist Öl eigentlich ein Fremdwort für dich, Pepe? Nein. Bist du sicher? Du meinst Öl auf dem Grill? Ja. Wolltest du mir einen Tipp geben mit anderen Worten? Nö, eigentlich nicht. Öl? Sehr exotisch wird jetzt hier gekocht. Exotisch oder mit meiner Hilfe? Möchtest du mir gleich einen Tipp geben, ohne dass du Wollen hast? Und Pepes Fleisch sieht jetzt relativ trocken aus. Dass das nicht passiert, gibt es eine einfache Methode, und das heisst Brining. Unter Brining versteht man, dass man das Fleisch in einer Salzwasser-Zuckerlösung einlegt. Die Lösung geht nachher ins Fleisch hinein. Und das setzt im Fleisch in einen Aromastoff frei, der nachher auf dem Grill besser zur Geltung kommt. Und zudem ist das Fleisch am Schluss viel saftiger. Und noch ein Tipp. Du, look, so sieht es dann im Fall sonst öppen aussehen. Also ich weiss nicht, das ist... Ich bin froh über jeden Tipp, aber es kommt ein bisschen spät, weisst du? Ja, es tut mir leid, du hast ja gehört, wo ich das Fleisch drauf tun. Also, ärgert er dich, Pepe? Das nächste Mal machen wir eine Musiksendung mit dem Micha nebendran. Dann mal schauen, wie der Saxophon in die Hand nimmt. Komm, ich schon vorbei. Ah, das ist eine Glasnudel. Der hat jetzt natürlich überall mehr. Auf in die kreative Phase. Es sieht nicht so schlecht aus. Es sieht sehr scharf aus. Es ist auch sehr scharf. Ob denn da unsere Super-Jury das essen kann, ist eine andere Frage. Doch, bestimmt. Und zur Not ist ja noch das Auge mit. Ich kann einen Balkon, der Chefkoch, da. Das sieht doch langsam aus. So schlecht sieht es nicht. Gell, das könnte schlimmer sein. Wo hast du Mühe gegeben? Er wird nervös, merkst du? Ja, ich merk's. Da muss er sich jetzt nochmal ins Zeug legen. Du aber auch, Pepe, okay? Schon fertig. Bravo. Ein bisschen Zeit bleibt ja noch übrig, aber echt nicht schlecht. Chapeau. Und? Time is over. Will jemand noch was sagen? Es ist gut rausgekommen. Ich habe selber auch probiert und bin überzeugt von meiner Sache. Das sehen wir ja jetzt. Welcome, Mr. Leutenecker, Starkoch Rolf Fliegauf und Starstylist Clifford Lilly. Welches Gericht verdient den Pokal? Meine Herren, à table. Oh. Hey, 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 hey. Auf geht's. Oh. 1, 2, 3, 4. Oh, ich klinge mal so. Ui, la, 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 la. Und, was sagt die Jury? Das hier ist noch schön angerichtet. Ja. Ist da. Ja.
Ja, der ist schon abgefettet mit der Nuss und Peterli. Das sieht sehr schön aus. Vor allem hat es nicht zu viel drin. Nicht Bergewies. Ja. Aha. Das ist auch wichtig. Nicht Bergewies. Greifen wir an. Ja, probieren wir. Wie wir zum Wohl. Glücklich oder nein. Das ist Hungerhaus, ja? Ein Appetit. Ein riesiger Appetit. Wieso stehen dir die Schweißperlen auf der Stirn, Rolf? Der Glasnudelsalat ist sehr, sehr würzig. Man könnte auch sagen, unglaublich scharf. Voilà. Boah. Gebiet des Gefechtes. Die Stunde der Wahrheit. Und bitte. Meine Bewertung. Heute den grünen Teller hatte ich sehr schön gefunden. Es war nicht überladen, es war schön auf die Teller hingelegt. Aber es hat ein bisschen an die Fantasie gefehlt, ich finde. Aber das Essen war fein, dafür habe ich 6 Punkte gegeben. Für die orange Teller, das war also eine Genuss zum Anschauen und auch zum Essen. Also dafür habe ich es 8 Punkte gegeben. Du, Rolf? Okay, ich habe ähnliche Bewertung. Orange Teller 7 Punkte, grüne Teller 6 Punkte. Beide Teller waren wirklich nicht nur genießbar, sondern auch sehr, sehr fein zum Essen. Hier der Glasnudelsalat sehr, sehr scharf geworden. Das Fleisch keine Thai-Marinade, da muss man ein paar Sachen abziehen. Aber auch das kann man ohne weiteres sehr, sehr gut essen. Der orangene Teller von der Präsentation sehr schön, auch das Fleisch gut gegart. Auch hier hätte man das Fleisch vielleicht ein bisschen mehr mit Thai-Marinade gewünscht. Aber auch mit den asiatischen Aromen, Shiitake-Pilze verwendet. Wirklich auch eine schöne Schärfe drin, aber auch mit der Limone, mit dem Koriander, schöne Säure, Frische. Also wirklich sehr, sehr gute 7 Punkte. Ich gebe beide die gleiche Punktzahl. Beide Fleisch waren wunderschön zum Essen. Man kann immer etwas kritisieren. Aber das Fleisch, auch der Salat, ist jetzt eines vom Besten, was ich kann. Und ich finde, ich bin sehr zufrieden mit den 2 Küchen-Chefs hier. Ich bin froh, dass ich nichts zu Morgen gegessen habe. Ich habe einen Appetit gehabt. Das bedeutet, der Sieger des heutigen Duells heißt Micha Jungkoch-Merz. Ich bin zufrieden. Ich habe gehofft, dass ich gewinne. Ich glaube, ich muss auch da ein bisschen zeigen, was ich kann, oder? Yeah, das sind Töne. Jetzt muss ich vielleicht sogar noch gegen den Wujo antreten. Also, ciao. Nächste Woche bei Die Promigriller das Duell. Zoe Torinesi im Chicken Fight. Danke. Mach mit beim Promigriller-Wettbewerb und gewinne 1 von 10 Grillsets im Wert von 120 Franken oder Grillfleisch im Wert von 1000 Franken. Welche Fleischstücke hat es an einem T-Bone Steak? A. Filet und Entrecote, B. Brust und Hüfte. Sende eine SMS mit dem Kennwort Griller A oder Griller B und deine Adresse an die Zielnummer 920, eine E-Mail an griller@z1.ch oder rufe uns an unter 0901 595 509. Jeder Anruf und jede SMS kostet 90 Rappen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Bell.